Servus oder so und herzlich willkommen zu einer brandneuen Sprint to Glory. Die hat sich ja schon in einer der letzten 1860 Karrierefolgen angekündigt. Nachdem ich es mit dem schlechtesten englischen Verein aus der vierten Liga ja geschafft habe, ziehe ich es heute mit der französischen Variante durch. Und das ist der AS Béziers. Der Verein wurde erst 2007 gegründet und hat dementsprechend noch keinen einzigen Titel bis hierhin verzeichnen können. Zum Start können wir 2,1 Millionen Euro ausgeben. Die Regeln sind wie immer die gleichen. Jedes einzelne Spiel wird simuliert. Das große Ziel ist das Champions League Finale und natürlich der Titel. Voller Fokus liegt auf dem Weg dorthin, natürlich auf den Transferphasen. Unterstütze diese Sprint to Glory sehr gerne mit einem Daumen auf das Video. Check die Links in der Videobeschreibung und nicht vergessen zu abonnieren und dann die Glocke auch zu aktivieren. Schritt Nummer 1 wie immer, ich schaue mir das Team mal genauer an und mach die Kamera raus. Und ich habe direkt noch einiges mehr erledigt. Die Aufstellung seht ihr ja, wir spielen jetzt im 4-1-3-2. Zudem habe ich direkt einen Kaderplan angelegt. Das bedeutet, drei Spieler befinden sich jetzt immerhin schon mal auf der Transferliste. Ich habe gesehen, dass drei Spieler insgesamt nur geliehen sind. Außerdem habe ich direkt mal Verträge verlängert. Das waren, glaube ich, auch drei an der Zahl. Wir haben dadurch minimal Geld verloren, aber es reicht immer noch für den ein oder anderen Transfer. Gerade jetzt, wo wir die ersten Spieler verkaufen und noch dazu Turnierpreisgeld vom Vorbereitungsturnier erhalten. Novaes ist verkauft, genauso Cidinho, beides Brasilianer. Damit ist unsere Transferliste übrigens schon wieder komplett leer. Hat mega gut geklappt alles. Unser erster Neuzugang ist ein deutscher Spieler, Christian Früchtl, Torhüter. Ich habe es noch bei anderen Spielern auf der Position versucht. Schlussendlich habe ich mich aber für den Christian entschieden. Kostet auch gerade mal 750.000 Euro 84er Potenzial. Amine Chouiri, der neue Topverdiener bei uns. Ein französischer Stürmer, kommt von Olympique Lyon, spielt da natürlich nicht wirklich eine Rolle, bei uns ist er direkt Stammspieler. Durch den Wechsel von Früchtl konnte ich einen weiteren Torhüter abgeben, Vio heißt der gute Mann. Auf seine alten Tage verlässt uns Hassan Lingani, ein Innenverteidiger. Der war 30 Jahre alt, hierdurch entsteht eine Lücke, was sehr praktisch ist. Jetzt kann ich uns mit fast 2 Millionen Euro nochmal einen neuen Top-Verteidiger besorgen. Jeder kennt ihn, Ethan Ampadu. Der Waliser von Chelsea kostet 950.000 Euro und bringt ein 86er Potenzial mit. Und das ist es auch schon gewesen von unserer ersten Transferphase, die an sich meiner Meinung nach doch ganz positiv verlief. Trotzdem liegt unsere Managerbewertung nur bei einer 62 und das liegt an der derzeitigen Tabellenplatzierung. Wir sind vorletzter, konnten bis hierhin noch kein einziges Spiel gewinnen. Also man merkt jetzt schon, das wird richtig, richtig schwer hier, gerade am Anfang. Aber wir müssen dem Ganzen Zeit geben. Das war ja schon vorher klar. Nun im Januar 2019, wo stehen wir in der Tabelle? Wir sind auf alle Fälle noch vertreten im Coupe National, aber das ist sowieso die erste Runde. Was ist mit der zweiten französischen Liga? Wir sind immerhin 14. konnten drei Partien bis hierhin gewinnen, haben aber auch 6 Stück verloren. Mit dem Aufstieg werden wir mit Sicherheit nichts zu tun haben in dieser Saison. Coupe de la Ligue gibt es auch noch. Da spielen wir natürlich auch keine große Rolle. Erste Runde raus gegen Ajaccio oder wie auch immer man die ausspricht. Es beginnt jetzt natürlich auch eine neue Transferphase. Erstmal kann ich nicht so viel tun, aber es kann ja passieren, dass sich noch der ein oder andere Spieler verkauft. Es kam, wie es kommen musste. Ich verkaufe keinen Spieler, weil die immer viel zu wenig Geld für meine Ansprüche bezahlen. Trotzdem werde ich es noch irgendwie schaffen, diese 600.000 Euro da auszugeben. Ich musste mich entscheiden zwischen Alec Grogan und Jalen Lindsay. Schlussendlich wurde es der US-Amerikaner, weil er einfach viel, viel günstiger ist. 460.000 Euro noch dazu, will er bei weitem nicht so viel Gehalt wie der Franzose. Ich habe mich übrigens dazu entschlossen, einen Außenverteidiger zu kaufen, weil man die einfach immer gebrauchen kann. Transferphase 2 in der ersten Saison also auch abgeschlossen. Die letzte Stunde läuft davon. Damit ist auch schon der Zeitpunkt gekommen, direkt ans Ende der Saison zu springen. Ich hoffe, wir fahren bis dahin einige Siege ein, denn ich muss schon so ein bisschen um meine Managerposten derzeit fürchten.
Oh Mann, wer hätte damit gerechnet? 11.3. Ich werde entlassen. Der Vertrag wird aufgelöst und jetzt würde ich bei LB Châtellerault oder so landen. Kommt natürlich gar nicht in Frage. Zum Glück habe ich vorher nochmal gespeichert. Ich werde das jetzt so oft simulieren, bis ich auch am Ende der Saison immer noch Trainer bin. Das ist doch sonst keine richtige Sprint to Glory. Im dritten Anlauf hat's geklappt. 19. Juni 2019. Wir wurden am Ende 13. Passt doch wunderbar eigentlich. Die Aufsteiger heißen Metz, Ajaccio, Lens und Brest. Und klar, ich werde heute noch haufenweise Namen falsch aussprechen, aber so passiert das eben. Ich bin kein Franzose. Unser Team hat sich weiter ordentlich verbessert und dementsprechend erwarte ich auch, dass wir in der nächsten Saison zumindest ein bisschen was mit dem Aufstieg zu tun haben. Club National gewinnt Paris Saint-Germain. Wir sind gegen Lens ausgeschieden. La Ligue haben wir schon gesehen im Coup. Wir werfen noch einen Blick auf die Champions League. Gewinnt der FC Barcelona gegen Real Madrid. Und die Europa League schnappt sich derweil Ajax Amsterdam. Gehen wir es an, das zweite Jahr bei Béziers. Dieses Mal sind es zum Start fast 3 Millionen Euro auf unserem Konto. Aber natürlich auch wieder einige Verträge, die ich verlängern muss. Erster Verkauf in der neuen Saison steht fest, es trifft Taillard, das war ein Rechtsverteidiger. Wir haben da ja am Ende der letzten Transferphase einen gekauft für genau die Position. Dadurch hatten wir jetzt zu viele Leute dafür. So ein bisschen zusätzliche Einnahmen schaden uns sicherlich nicht. CDB verkauft. Spätestens jetzt ist klar, wir brauchen einen Innenverteidiger. Außerdem noch einen Stürmer, wenn ich es richtig im Kopf habe, um den Kader wieder zu komplettieren. Benoit Badiachil. Wer von euch kennt diesen Spieler? Wahrscheinlich kaum einer. Der bringt trotzdem ein 86er Potenzial mit, hat 1,6 Millionen Euro gekostet für 2 Millionen Euro wert. Das ist ein sehr guter Deal. Ist halt nur die Frage, ob es sinnvoll war, so viel für die Innenverteidigung auszugeben. Da haben wir eigentlich schon so viele gute Spieler. Aber gut, dann sollte die Position jetzt zumindest mal für längere Zeit abgehakt sein. Willem Goebbels kennt jeder und ich habe ja gesagt, wir brauchen noch einen Stürmer. Da macht es einfach Sinn, den Franzosen zu verpflichten für 1,3 Millionen Euro, immer noch 86 Potenzial. Ich habe Abid verkauft. Erinnert ihr euch noch an den? Ein rechter Mittelfeldspieler. Der war, glaube ich, sogar Stammspieler. Wir haben aber Bösnard, der hat genau die gleiche Gesamtstärke. Schlussendlich war es ausschlaggebend, dass er 1000 Euro weniger pro Woche verdient. Aber man sieht es ja immer noch eindeutig, die RM-Position ist unsere schwächste, da müssen wir nachlegen. Junior Eto'o wollte ich schon eine Weile verkaufen. Wechsel für 330.000 Euro ist kein wichtiger Spieler. Der erste Hammer-Transfer, aber das ist ganz, ganz wichtig für unseren Verein. Amin Schüri wechselt für 14 Millionen zu Huddersfield. Und jetzt können wir so richtig fett ausgeben. Zunächst kaufen wir uns erstmal wieder einen Stürmer. Irgendjemand muss ja die Lücke füllen, die Schüri hinterlässt. Es handelt sich hierbei um den Italiener Pietro Pellegrini. 3,8 Millionen, 88 Potenzial, so ziemlich das beste Stürmertalent im Spiel. Ich musste jetzt nochmal richtig raushauen. Jari Verscheren heißt der neue Mann. 9.000 Euro Wochengehalt, kann im äußeren Mittelfeld spielen. 4,2 Millionen Euro gekostet, 71er Gesamtstärke, 87er Potenzial. Und uns bleibt damit immer noch mehr Geld als zu Beginn der Transferphase. Und das, obwohl die Transferphase hier einfach endet. Die Top-Transfer sind De Ligt, Alderweireld und Manolas. Und wir haben eine richtig, richtig starke Mannschaft beisammen. Ich habe ja gesagt, ich möchte in dieser Saison schon um den Aufstieg mitspielen. Aber reicht es dafür wirklich schon? Wir blicken auf die Ligatabelle und sind immerhin Siebter. Sind noch im Rennen, aber es wird eine richtig, richtig enge Nummer. Aber darf man auch nicht vergessen, wir können nochmal Geld rausblasen. Eigentlich wollte ich mir einen ZM holen, aber dann habe ich gesehen, dass Matondo diese unglaubliche Freigabesumme hat. 3 Millionen Euro, das können wir uns noch leisten. Jetzt ist nur die Frage, kommen wir auch vom Gehalt her hin? Tatsächlich, wir kommen hin. 9.000 Euro akzeptiert sofort. Damit verdient er sogar weniger als bei Schalke zuvor. Rabi Matondo kann RM oder LM spielen. Ich glaube, hier stelle ich ihn jetzt mal ins rechte Mittelfeld. Dafür geht Verscheren auf die linke Seite. Der kann auch beides. Dadurch kann ich jetzt Diakota wieder von der Transferliste streichen. Dafür aber einen linken Mittelfeldspieler draufsetzen. Das ist gar nicht so einfach. Oder noch besser, ich plane Kanté einfach wieder
als Stürmer ein und setzt dafür Ramalingam auf die Transferliste. Das geht auch ziemlich schnell, dann ist der weg. Außerdem habe ich noch den Bouchama verliehen. Kurz vor Ende der Transferphase bekomme ich nochmal, ich glaube, 700.000 Euro für Diakota. Sorry, aber da musste ich dann einfach akzeptieren. Der ist schon 29 Jahre alt, nochmal so viel Geld für ihn abzustauben. Es ist jetzt noch genau eine Stunde übrig. Top-Transfers Belotti, Ramos und Rüdiger. Wir müssen jetzt auch nochmal aktiv werden, auch wenn wir wirklich nicht viel Geld dafür haben. Es muss ein absoluter Backup-Spieler sein. Irgendwie hat es geklappt mit diesem englischen zentralen Mittelfeldspieler namens Daly. Ich finde es immer noch ein bisschen traurig, dass Kamal Bafunta nicht zu uns wechseln wollte. Und zwar einfach nur aus Gehaltsgründen. Der Daly ist jetzt auch kein schlechter 82er Potenzial, schon eine 65er Gesamtstärke. Unser Portemonnaie haben wir damit in jedem Fall komplett entleert. Wie schneiden wir ab in der zweiten Saison mit Béziers? Wir werden nur Achter und verpassen damit ein weiteres Mal den Aufstieg, und zwar deutlich. Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. In der Coupe National überstehen wir sogar die erste Runde gegen Suchau, fliegen dann allerdings gegen Bordeaux raus. Gut, das kann schon mal passieren. Coupe de la Ligue ist der andere Pokalwettbewerb, da ging es raus, mal wieder in Runde 1. Ach ja, nicht vergessen, Champions League gewinnt schon wieder ein spanischer Verein. Leipzig schafft es bis ins Halbfinale, die Europa League gönnt sich Inter Mailand. Saison 3. Jetzt muss es aber mit dem Aufstieg klappen. Schaut euch einfach dieses Team an. Gut, okay, diese beiden, Mostefa 36 und Setu 32, muss man vielleicht jetzt da mal austauschen. Aber das sollte auch ganz gut möglich sein mit mittlerweile 3,5 Millionen Euro. Kurz darauf verlassen uns beide Spieler. Und mit dem Geld aus dem Vorbereitungsturnier können wir jetzt über 6 Millionen Euro verfügen. Jetzt gebe ich aus dem Nichts noch Gebet ab, der war als Innenverteidiger eingeplant. Endlich erster eigener Transfer. Damit meine ich, wir haben ein Spiel gekauft. Augustin Almendra. 2,2 Millionen Euro nur gekostet, wegen einer Freigabesumme. Natürlich. Ein Spieler von der Roma wechselt zu uns. Alessio Riccardi. 86er Potenzial, ein Italiener. 3,6 Millionen Euro hat er gekostet. Jetzt wird's halt für den Innenverteidiger, den ich eigentlich noch brauche, ziemlich knapp. Franco Godoy, ein Argentinier. So heißt er, unser neuer Innenverteidiger. Kostet 2000 Euro Wochengehalt. Ablösesumme 520.000 Euro. Wieder eine Freigabesumme. Musste einfach nach genau solchen Spielern suchen. Sonst hätte das nie geklappt vom Geld her. Der Typ ist jetzt natürlich erstmal absoluter Backup in unserem Kader. 17 Millionen für Pietro Pellegrini. Hätte das mir mal einer früher gesagt. Auf der Suche nach einem neuen Stürmer ist mir aufgefallen, ich muss Thiago Almada kaufen, wegen natürlich seiner Freigabesumme. Also diese Freigabesummen haben Sprint to Glory fast schon revolutioniert. Noch einfacher gemacht. Thiago Almada kostet mich jetzt fast gar nichts für ein 86er Potenzial. Mit dem übrigen Geld gibt es noch einen neuen Rechtsverteidiger, Robert Gummi. Ein Pole, 74er Gesamtstärke, 85 Potenzial, mega günstig mal wieder. Ich muss die jetzt immer kaufen, ohne sie vorher zu scouten. Und das restliche Geld hebe ich mir jetzt einfach mal auf, damit es keine ganz so langweilige Wintertransferphase wird. Da wird in jedem Fall dann noch ein Spieler gekauft, wie hier Bailey, De Vrij und Ndombele. Die Zeit ist reif, wir springen ans Ende der Hinrunde. Ich bin gespannt. Es heißt ganz klar das Ziel, Aufstieg. Ich bin doch ein Depp. Merkst erst jetzt, dass ich einfach in die Mitte des Januars simuliert habe und nicht an den Anfang wie sonst immer. Wie komme ich denn auf die Idee? Naja gut, jetzt ist es zu spät. Wir sind derzeit zweiter, punktgleich mit dem ersten. Die Unterschiede zwischen den beiden Teams sind wirklich minimal. Coupe National auch schon eine Runde überstanden gegen Châtelherault. Coupe de la Ligue sind wir da noch drinnen anscheinend nicht. Mal wieder Ende in der ersten Runde. Jetzt haben natürlich ein paar Vereine schon ihre Angebote wieder zurückgezogen, weil ich nicht zur Stelle war. Drei insgesamt bleiben noch übrig. Ich denke, es ist nicht zu spät, um hier noch einen Unterschied zu bewirken. Bouchama verkauft, der war ausgeliehen ein Jahr lang. Gibt uns nochmal zusätzlich ein bisschen Geld am Transfer Deadline Day. Ich muss jetzt da mal in die Pötte kommen. 4 Millionen Euro, weg damit. Eigentlich wollte ich den Typ mal wieder haben, aber bei dem klappt es irgendwie nie. In jeder Sprint to Glory. Ich kann ihn einfach nicht verpflichten. Joscha Wagnermann. Stattdessen musste ich jetzt Facundo mit
Diener kaufen? Natürlich über eine Freigabesumme, ist ja logisch. Und warum ein Linksverteidiger mit einem 81er Potenzial? Ganz einfach, diese Position ist derzeit unsere größte Schwachstelle. Hab mich jetzt dazu entschieden, noch einen Innenverteidiger zu kaufen. Ganz ehrlich, ich wusste selbst nicht mehr, was ich tun soll. Gabriele Corbo, 80er Potenzial, 67er Gesamtstärke. Dabei bleibt jetzt immer noch ein bisschen Geld übrig, aber es ist so schwer, mit so wenig Geld wirklich sinnvolle Transfers zu tätigen, weil alle Spieler, die ein bisschen Potenzial haben, sind mittlerweile halt deutlich teurer geworden. Damit haken wir die Transferphase ab. Wunderschöne Haare hier zu sehen. Pulisic wechselt, Stones wechselt und Caldara wechselt. Ich möchte jetzt dann gleich einfach nur die Bestätigung sehen, dass es das war mit der zweiten Liga und wir endlich in die erste wechseln dürfen. Es ist soweit. War es das wirklich mit der Zweitliga-Angehörigkeit? Ja, das war's. Wir steigen auf am Ende 10 Punkte Vorsprung. Das ist deutlich. Verlieren insgesamt nur 3 Spiele. Kommen im Coupe National leider nicht über die Runde der letzten 32 hinaus. Die Champions League gewinnt währenddessen Atletico Madrid, diese spanischen Vereine immer. Und die Europa League schnappt sich Manchester United. Ich darf euch begrüßen zu unserer ersten Erstligasaison. Ich glaube persönlich, Europa würde noch etwas zu früh kommen. Ich möchte zumindest mal nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und das sollte durchaus möglich sein. Fast 10 Millionen Euro jetzt schon und dann kommt noch das Vorbereitungsturnier dazu. Im Vorbereitungsturnier fliegen wir mal wieder im Halbfinale raus. War bis jetzt immer der Fall. Ich verkaufe außerdem noch Boya, ist so ein Linksverteidiger. Da haben wir im Winter erst zugeschlagen, beziehungsweise generell in der letzten Saison. Und jetzt fällt es mir erst auf, einer der größten Unterschiede von der ersten zu der zweiten Liga in Frankreich ist, dass man jetzt einfach endlich 7 Auswechselspieler verwenden darf. In der zweiten französischen Liga sind es immer nur 5. Ich weiß nicht, ob das in der Realität auch so ist. Kann ich mir aber ehrlich gesagt eher weniger vorstellen. Savanne verkauft Linksverteidiger. Also ihr merkt, die Außenverteidiger, da rollen wir jetzt erstmal schön auf. Damit ist jetzt nur noch Atassi auf der Transferliste. Und generell muss ich mal Geld ausgeben. Ich verkaufe den schlechtesten Spieler im Team, Steve Besnard. Das war ein rechter Mittelfeldspieler. Heißt, ich brauche einen Backup-rechten Mittelfeldspieler. Und mittlerweile kosten so Backup-Spieler einfach über 4 Millionen Euro. Keito Nakamura 4,6 in diesem Fall sogar. Gut, der hat auch eine 72er Gesamtstärke und ist damit fast sowas wie ein Stammspieler. Naja. Es geht nochmal richtig. Aber ich brauche genau diese Lücken, um auch zu wissen, was ich überhaupt kaufen soll. Goebbels verkauft an Huddersfield 14 Millionen Euro und Herreras für 2,3 noch zu Beşiktaş. Ach ja, und der Atassi ist noch endlich weg. Jetzt wird auf den Putz gehauen. Jan Fiete ab. Unglaubliche Summen sind hier mittlerweile unterwegs. 16,5 Millionen Euro hat der deutsche Superstürmer gekostet. Freigabesumme Ethan Erheyen oder so. Ich selbst habe keinen Plan, was der für eine Gesamtstärke hat. 68, auch nicht über seinen Marktwert war ich mir bewusst. 1,8 Millionen. Ist jetzt kein so krasses Schnäppchen. Trotzdem hat er ein 80er Potenzial. Das passt schon für unseren Backup Linksverteidiger. Belassen wir es dabei. Unser Kader ist auch perfekt aufgestellt. Find's trotzdem ein bisschen seltsam, dass Lo Celso hier einfach 106 Millionen Euro wert ist. Kovacic zu PSG. Da haben sie das Geld wieder eingesetzt und Madison wechselt zu Lille. Für uns geht's jetzt einfach nur mal rein darum, am Ende dieser Kalendersimulation nicht auf einem Abstiegsplatz zu stehen. Können wir das schaffen? Januar 2022, yo, wir schaffen das, Platz 13 am Ende. Nur 7 Punkte über dem Strich, also es wird schon noch ein hartes Stück Arbeit. Eine Transferphase ohne wirkliche Handlung. Kommt einfach mal ab und zu vor. Man muss aber auch sagen, ich fordere, glaube ich, bisher dieser Sprint to Glory einfach immer absurde Summen für die Spieler. Das Team insgesamt ist mir dann einfach richtig sympathisch. Ich möchte ihn nicht einfach so herschenken. Warum auch, es gibt kaum bessere Talente. Und wenn, dann müssen die anderen Vereine schon richtig bezahlen. Wie endet unsere erste Saison als Erstligist? Ich glaube, ich bin noch nie abgestiegen in einer Sprint to Glory. Dieses Mal ist es beinahe der Fall. Also damit habe ich wirklich überhaupt nicht gerechnet. Wir stehen auf dem Relegationsplatz, oder? Also ich weiß nicht genau, wie das da läuft in Frankreich. Hier steht irgendwas von wegen Relegation. Und die haben wir insgesamt anscheinend gewonnen. Lorient setzt sich erst gegen Troyes durch. Dann gewinnt Stade Rennes wiederum gegen Lorient. Die Schluss
schlussendlich uns unterlegen. Und damit heißt es, wir dürfen zum Glück in der ersten Liga bleiben. Es passiert also dieses Mal auch nicht. Es gibt wieder keinen Abstieg. Ach ja, andere Wettbewerbe. Wartet kurz. Coupe Nationale. Wir scheiden gegen Toulouse aus. Coupe de la Ligue. Wir scheiden gegen Auxerre aus. Champions League Sieger heißt dieses Mal Manchester United. Letztes Jahr noch die Europa League gewonnen. Und dann noch UEFA Europa League. Wie sieht's da aus? Der Sieger AC Mailand. Neue Saison, neues Glück. Mittlerweile Jahr 5 in Frankreich. Am Budget hat sich kaum was verändert und ich werde höchstwahrscheinlich auch wieder Verträge verlängern müssen. Es wird also noch ein bisschen weniger, dann gibt's aber wieder das Vorbereitungsturnier. Das gibt's doch nicht. Die Vertragsverlängerungen alleine haben mich jetzt irgendwie 4 Millionen Euro das so gekostet und zwei Spieler, die haben noch gar nicht verlängert, weil ich zunächst zu wenig Gehalt geboten habe. Und es ist halt immer das Gleiche, ich fliege im Halbfinale raus. So viel Kohle bleibt jetzt echt nicht. Ich habe wieder bis zum Transfer Deadline Day keinen einzigen Spieler verkauft. Ich weiß jetzt nicht, ob das an dem Update im Karrieremodus liegt, dass die da irgendwas verändert haben. Oder ob unsere Spieler wegen der letzten Saison, die ja nicht so überragend war, jetzt einfach nicht so viel wert sind, als dass es irgendwie klappen würde mit den entsprechenden Transferangeboten. Also es kommen natürlich schon Angebote rein, so ist es nicht. Schlussendlich kommt es aber nie zu einer Übereinkunft, was die Transferablösesumme angeht. Ich meine, gut, sonst gebe ich halt diese 9 Millionen Euro oder was auch immer. Es ist einfach so aus. Es wurde ein Innenverteidiger mit einem mega geilen Namen. Sepp Vandenberg ist am Anfang gerade mal 16 Jahre alt, mittlerweile 73er Gesamtstärke, 6,5 Millionen Euro bezahlt, also genau seinen Marktwert. Ich konnte halt mal wieder nicht scouten, dementsprechend wusste ich das alles vorher nicht. Und warum habe ich einen Innenverteidiger gekauft? Einfach weil da das Backup vorher nicht so gut war. Das war Corbett in der 70, Vandenberg hat eine 73. Im Gegenzug dazu hoffe ich, dass ich Godoy, diesen anderen Innenverteidiger, in der nächsten Transferphase verkaufen kann. In dieser wird es auf alle Fälle nichts mehr. Es ist jetzt auch nicht zwingend was Schlechtes, wenn es kaum Transfers gibt. Die Spieler entwickeln sich so und so weiter und sie bleiben halt beisammen. Januar 2023. Dieses Mal machen wir halt am 1. des Monats. So viel ist klar und sind einfach mal 10. in der Tabelle. Damit kann man davon ausgehen, für Europa wird es diese Saison mal wieder nicht reichen. Aber wir haben höchstwahrscheinlich auch nichts mit dem Abstieg zu tun. Ich hatte ja angekündigt, Godoy zu verkaufen. Der hat eh nur 79er Potenzial. Das ist verhältnismäßig halt richtig schlecht. Ich habe halt jetzt einfach beschlossen, drei Spieler herzugeben, die noch von Beginn an dabei sind. Nuri, Mariat und Kanté. Aber ich weiß schon jetzt, das wird gar nicht leichter, adäquaten Ersatz zu finden, weil die meisten Spieler einfach schon zu teuer geworden sind, die mal Talente waren. Und scouten kann ich sowieso nicht mehr. Zum Glück gibt es Freigabesummen. Problem trotzdem bei diesem Altuve, der verdient jetzt 36.000 Euro pro Woche. Kommt auch immerhin von Real Madrid für 1 Million Euro Marktwert, 4,9 Millionen, also ein Megaschnäppchen. Der neue Ersatztorhüter, das war auf alle Fälle die wichtigste Position, auf der wir nachlegen mussten. Ohne Freigabesummen wäre ich komplett aufgeschmissen. Zum Glück habe ich dem Spieler gerade genügend Gehalt geboten. Der war so die letzte Chance auf einen Backup-Sechser. Xavi sind es, 70er Gesamtstärke, 2,3 Millionen Marktwert, 960.000 bezahlt. Die sind mittlerweile einfach alle zu gut geworden. Die kann man sich nicht mehr leisten mit so wenig Geld. Schaut euch das an, ich habe es bei so vielen Stürmern versucht. Schlussendlich, wir gehen jetzt einfach ohne zweiten Backup-Stürmer in die Restsaison. Wir haben ja Rabiot, dahinter halt keinen mehr. Aber wie gesagt, du kannst halt mit 2 Millionen Euro einfach nichts anfangen. Ach ja, stimmt, Top-Transfers, Olmo, Meret und Tonali. Wir könnten den ersten Titel gewonnen haben. Da oben ist ein Pokalfinale vermutlich. Noch dazu gegen Paris Saint-Germain. Wir wurden am Ende 10. in der Tabelle. Das ist ein gewisser Fortschritt, aber kein riesiger Sprung. Monaco wird Meister, nicht Paris, okay. Vielleicht haben wir dann doch irgendwie eine Chance. Im Pokal Coupe Nationale, das war der Wettbewerb. Gewinnen wir aber nicht. Verlieren mit 3:0. Konnten uns aber einfach zum Beispiel gegen Olympique Lyon durchsetzen. Das ist schon nicht schlecht. Coupe de la Ligue gewinnt Stade de Rennes. Wo finden wir uns? Hier gegen Dijon war Schluss im Achtelfinale. Champions League gewinnt Atletico und die Euroleague gönnt sich Rom. Mittlerweile ist es schon Saison Nummer 6. Es wurde auch mal Zeit, sich ein paar Regents rauszusuchen. Hier unter anderem der von Cristiano Ronaldo, den man sowieso noch nicht verpflichten kann. Bei anderen Regents hingegen wäre theoretisch schon was möglich. Aber ich kaufe natürlich positionsbezogen ein mit fast 14 Millionen Euro. Es musste einfach ein Stürmer her. Der trägt den Namen Mason Greenwood, kostet 16 Millionen Euro. Problematisch ist vor allem sein Gehalt 57.
250.000 Euro. Trotzdem war er jetzt die beste Option mit einem 86er Potenzial. Lindsay verkauft. Backup Außenverteidiger wechselt zu Vitesse Arnheim. Außerdem verlässt uns Christian Früchtl. Der hat uns jetzt echt eine Weile begleitet, der Torhüter. Jetzt ist die Zeit reif für den neuen Mann zwischen den Pfosten. Erstmal gibt's aber einen neuen Außenverteidiger. Hoeva, ein Holländer. Kiana mit Vornamen, 85 Potenzial. 11 Millionen Euro gekostet. 75er Gesamtstärke, das passt voll. Jetzt kommt auch der neue Torhüter hinzu. Den Namen konntet ihr schon lesen. Florian Müller. 80er Gesamtstärke. Hatte Früchtl nicht was Ähnliches? Der hatte sogar eine 81. Also eigentlich wollte ich schon ein Upgrade machen. So haben wir zumindest finanziell ein Upgrade gemacht. Komisch eigentlich. Potenzial haben beide das gleiche. 84. Und Müller ist vom Start weg einfach 6 Gesamtstärken besser und trotzdem hat ihn Früchtl überholt. Und das übrige Geld heben wir uns einfach auf. 10 Millionen Euro, das ist eigentlich schon verdammt viel. Aber ich wünsche mir halt wieder einen Verkauf. Erst den Spieler abgeben und damit 10 Millionen Euro mehr einen neuen kaufen. Vielleicht passiert das ja dann in der Wintertransferphase. Hoffentlich. Da sind wir jetzt am 1. Januar 2024. Mir ist einfach aufgefallen, wir haben in der Europa League jetzt mitgespielt. Vermutlich wegen dem einen Pokalwettbewerb, in dem wir relativ weit gekommen sind. In der Liga stehen wir als 7. da. Das geht so gerade noch in Ordnung. Mittlerweile erwarte ich mir aber schon ein bisschen mehr. Diese Sprint to Glory zieht sich wirklich hin. In der Coupe Nationale ist einfach gar nichts von uns zu sehen. Aber gut, entspannt bleiben. Schauen wir uns Coupe de la Ligue an. Da sind wir leider im Elfmeterschießen gegen Nantes raus. Geflogen. Das ist bitter. Und jetzt bleibt sogar noch ein Wettbewerb und zwar die UEFA Europa League. Ich erwarte nichts, aber wir sind in die Runde der letzten 32 eingezogen. Spielen einfach gegen Borussia Dortmund, wurden Erster in unserer Gruppe. Wie geil. Und wir haben noch ordentlich Kohle auszugeben. Na, das kann ja was werden. Was ist denn das für ein Witz? Es gab einfach kein einziges Transferangebot. Bis hierhin, bis zum Transfer Deadline Day. Ich muss diese 10 Millionen Euro ja noch irgendwie loswerden. Am liebsten würde ich vorher den Spieler verkaufen. Aber das geht halt nicht, wenn man kein Angebote bekommt. Jetzt endlich mal eins für Keito Nakamura. Aber auch da klappt's mal wieder nicht. War ja sowieso vorher schon klar, aber was ist das auch für ein Witz? Warum sollte ich den für irgendwie 11 Millionen Euro für Marktwert herschenken, wenn ich dann nachher nur einen schlechteren Spieler für das Geld bekomme? 25 Millionen Euro, sie nehmen an! Es geht um Matty Daly, den englischen zentralen Mittelfeldspieler. Jetzt bin ich aber gespannt. Kommt es noch zum Abschluss vor dem Ende der Transferphase? Sieht eigentlich gut aus. 6 Stunden sind mehr als genug. Und da haben wir es. Die Bestätigung trifft ein. Der Engländer wechselt zu Porto nach Portugal. Und wir brauchen einen neuen ZM. So viel ist sicher. Vielleicht ja gleich auch noch einen neuen Innenverteidiger. Aber nein, keine Angst. So weit kommt es nicht. Am Ende wurde es wieder der Spieler mit Freigabesumme. Ganz einfach, weil ich da weiß, dass ich im Normalfall nicht zu viel Geld bezahle. Habe ich auch hier nicht wirklich getan. Wir sind unter Marktwert geblieben. Hat eine 81er Gesamtstärke. Die anderen Kandidaten fliegen alle raus. Problem ist halt aktuell, wir sind an einem Zeitpunkt im Karrieremodus angekommen. Da ist es noch zu früh für Regents. Die kann man fast alle noch nicht verpflichten. Die Talente hingegen sind aber alle schon zu gut geworden. Der hier zum Beispiel hat nur ein 85er Potenzial, aber alle mit einem höheren Potenzial sind einfach viel zu teuer. Der FC Barcelona gibt nochmal eben 114 Millionen Euro aus. Onana zu den Spurs, Dolberg zu Liverpool. Wir heben uns die restlichen 8 Millionen Euro auf. Ich weiß, das ist eine richtige Stange Geld, aber ich weiß halt echt nicht, was soll ich damit tun? Es gibt keine Möglichkeiten. Dementsprechend die sollten ja eigentlich dann noch bis in die nächste Saison mit rübergezogen werden. Und dann haben wir noch mehr Geld im nächsten Jahr. Jetzt bin ich erstmal sehr gespannt auf den Ausgang der restlichen Saison und natürlich das Duell in der Europa League gegen Borussia Dortmund. Also, wie sieht's aus am 12. Juni 2024? Wir wurden 12. Das ist richtig, richtig schlecht. Ich möchte schon langsam irgendwas mit Europa zu tun haben und nicht da hinten rumgurken. Also diese Sprint to Glory zieht sich wirklich hin. Coupe National. Da scheiden wir im Viertelfinale aus. Coupe de la Ligue. Scheiden wir in Runde 2 aus, aber das haben wir vorhin schon gesehen. Bleibt noch die Europa League. Ich denk mal, auch da war früh Schluss gegen Borussia Dortmund. Das weiß man ja jetzt schon. Die haben den Pokal am Ende gewonnen, also müssen sie gegen uns auch weiter gekommen sein. Wir verlieren insgesamt mit 4:1, okay. Noch der Blick auf die Champions League, dort heißt der Sieger Atletico Madrid. Wie sieht unsere Mannschaft jetzt aus? Die ist doch eigentlich richtig, richtig gut, vor allem ab 86. Das muss doch für mehr in der Liga reichen.
Wenn wir uns dieses Jahr nicht zumindest für die Europa League qualifizieren, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Immerhin steigt unser Transferbudget mittlerweile etwas auf fast 23 Millionen an, aber ich muss jetzt halt auch erstmal wieder Verträge verlängern. Nach der Verlängerung von vielen Verträgen sichere ich mir erstmal den Regen von Cristiano Ronaldo als ersten Transfer. 76er Gesamtstärke, 18,2 Millionen bezahlt, der hat natürlich ein 94er Potenzial, logisch. Geld ist jetzt wirklich gar kein mehr da. Zum Glück gibt es noch das Vorbereitungsturnier und ich kann jetzt ja einen Stürmer verkaufen. Im Vorbereitungsturnier verlieren wir leider das Finale, aber immerhin ist ja schon sowas wie ein Erfolg. Außerdem verkaufe ich, jetzt passt auf, nicht nur Rabiot, diesen einen Stürmer, sondern auch Gummi, Rechtsverteidiger. Real Madrid zahlt uns 66 Millionen für den. Damit stehen wir jetzt wieder bei einer stolzen Summe. Neuer Rechtsverteidiger ist gefunden und es ist mittlerweile der Beste im Spiel. 89er Gesamtstärke, Alexander Arnold. Ich habe das Ganze jetzt delegiert, weil sonst wären wir vom Geld her wahrscheinlich nicht hingekommen. Da haben wir ihn, 89er Gesamtstärke, das ist so brutal. Zudem, der ein oder andere hat es bestimmt schon gesehen, Müller ist verkauft, unser Torhüter. Bin ich ehrlich gesagt ziemlich froh drüber. Auch wenn die Summe jetzt nicht so hoch ausfällt. 34 Millionen, ich glaube, er hat einen Marktwert von 17 Millionen oder so. Also es ist schon das Doppelte seines Marktwerts. Man muss dann doch halt zufrieden sein. Wir haben einen neuen Torhüter. Also es war ja klar, dass das passiert. Der Franzose Mike Maignan oder so ist es jetzt. 29 Jahre alt, 24 Millionen gekostet über eine Freigabesumme. Hat schon eine 84er Gesamtstärke. Ein 86er Potenzial, ist halt schon 29 Jahre alt. Deswegen weiß ich nicht, ob er das Potenzial noch erreichen wird. Ist trotzdem in jedem Fall ein Upgrade im Tor und mit so wenig Geld war das mal wieder echt schwer. Am Transfer Deadline Day verkaufe ich noch Gabriele Corbo und schnappe uns dafür den Regen von Thiago Silva. Der ist im Potenzial einfach so viel besser. Alles in allem eine gelungene Transferphase. Neuer Torhüter, neuer Rechtsverteidiger, Cristiano Ronaldo, Regen ist neu dabei und natürlich der von Thiago Silva. Außerdem wechseln De Jong, Williams und Gummi für ordentlich Geld. Ich erwarte Top 5. Was anderes kommt nicht in die Tüte. Wir sind Dritter. Immerhin nur Olympique Lyon und PSG für uns. Lyon natürlich richtig, richtig stark, weil die viele Talente haben. Die haben sich bestimmt brutal entwickelt. Coupe National, da sind wir noch nicht vertreten, kommen wahrscheinlich erst später dazu. In Coupe de la Ligue sind wir mal wieder nicht mehr vertreten. Achtelfinale gegen Nizza raus. Und Europa League war ja dieses Mal nichts. Haben wir uns leider nicht dafür qualifiziert. Wir schaffen es aber dann hoffentlich für die nächste Saison. Also das ist in jedem Fall drin jetzt. Es hat auch endlich jeder Spieler im Team mindestens eine 80er Gesamtstärke. Es tut sich ja doch noch was auf dem Transfermarkt. Ethan Ahayhorn wechselt zu Bologna. Das war so ein Backup-Linksverteidiger, falls ihr ihn nicht kennt. Kein wirklich wichtiger Spieler. Ich besorge uns jetzt einen neuen unwichtigen Mann für links hinten. Es kann gut sein, dass ich jetzt richtig Geld fürs Fenster rausgeworfen habe. 10 Millionen Euro Ablöse habe ich für diesen Spieler hier bezahlt. Sein Marktwert liegt bei 5,5. Ich hätte ihn also wohl für die Hälfte haben können. Auch sein Gehalt fällt wahrscheinlich relativ hoch aus. Ich konnte natürlich mal wieder nicht scouten. Das hier ist entweder der Regen von Marcelo oder von Felipe Luis. Wahrscheinlich ja eher Felipe Luis, aber man kann es nicht mit Sicherheit sagen. Das hier könnte dann der von Marcelo sein. Potenzial 85. Ein besseres Talent findest du nicht. Natürlich ein bisschen zu viel Geld ausgegeben, aber damit kann ich jetzt schon leben, weil die Transferphase sowieso gleich vorbei ist. Wir sind bei der letzten Stunde angekommen. Tottenham landet den Top-Transfer. Sanchez zu Atletico, Gomez zu Bournemouth. Wir konzentrieren uns jetzt voll auf die restlichen Saison und erreichen zumindest die Europa League. Wir sind derzeit Zweiter, also komm Jungs, alles andere wäre ein absoluter Witz. 18. Juni 2025, wir schauen uns die Tabelle an und wurden Zweiter. Überragend, am Ende nur 6 Punkte hinter Olympique Lyon. Das halte ich für ein sehr, sehr gutes Ergebnis und das sollte für die Champions League reichen. Das muss für die Champions League reichen. Coupe National, wie lief's da am Ende? Wir erreichen das Achtelfinale, scheiden dann gegen Monaco aus. Coupe de la Ligue, das Turnier gewinnt Olympique Lyon. Die sind wirklich das Maß aller Dinge hier scheinbar in Frankreich. Ach, wir wissen ja schon, dass wir im Achtelfinale rausgeflogen, genau. Sonst interessiert uns nur noch der Sieger der Champions League, Manchester United, und der Sieger der Europa League, Benfica.
Hau mir ab, dauert diese Sprint to Glory wieder lange. Entscheidend ist ja, unser Team ist nochmal deutlich stärker geworden. Nur erreichen mittlerweile viele Leute halt das Maximum ihres Potenzials. Dementsprechend sollte ich vielleicht öfter verkaufen. Monetär soll es auch recht gut aussehen. 45 Millionen, da kann man endlich mal was damit anfangen. Ich habe jetzt auch nochmal richtig fett aufgestockt, was die Regens angeht. Der erste, den ihr gesehen habt, zum Beispiel Augustin Alvarez, ist der Regen von Lionel Messi. Hiermit entsteht ein Torhüterproblem. Ich verkaufe nämlich einfach alle beide. Geld ist jetzt ordentlich da, aber ich brauche auch absolute Kaliber für die Position. Alba Lafont hat eine Freigabesumme von 32 Millionen Euro und der hat eine 91er Gesamtstärke. Was ist denn das für ein Witz? Torhüterproblem gelöst. Als Backup-Torhüter verpflichte ich jetzt noch Krihin. Das ist der Regen von Handanovic. 81er Gesamtstärke ist schon richtig, richtig gut. Also ihr seht schon, langsam geht's voran und bleiben jetzt auch immer noch 50 Millionen Euro. Eine Stunde noch auf der Uhr und jetzt ist es entscheidend. Was passiert? Vandenberg ist verkauft, jawohl. Für 19 Millionen Euro, ich bekomme gerade mal knappe 14, das ist schon immer ein Witz. Empedu lehne ich ab, weil daraus wird sowieso nichts mehr. Damit ist aber der Weg frei für einen neuen Innenverteidiger, weil das ist ganz, ganz klar unsere Schwachstelle. Wir brauchen einen neuen Mann für die zentrale Verteidigung und wir haben auch genügend Geld dafür. Ich gebe richtig viel Geld für den 30-Jährigen aus. Ich weiß, das ist normalerweise nicht die Philosophie einer Sprint to Glory, aber wir sind mittlerweile an einem Zeitpunkt angekommen im Karrieremodus. Da kriegst du für 51 Millionen Euro nichts Besseres. Sein Vertrag war am Auslaufen, dementsprechend war relativ günstig. Auch die ganzen anderen Innenverteidiger-Talente, die sind nicht mehr so jung. Und ein Delikt beispielsweise ist einfach viel zu teuer. Wir müssen einfach jetzt dann mal schön langsam die Champions League gewinnen. Erste Transferphase der Saison ist auf alle Fälle durch. Malcolm, Varela und Saint-Maximin heißen die Top-Transfers. Wir springen in den Januar. Zum ersten Mal waren wir ja jetzt auch in der Champions League vertreten. Zunächst aber natürlich der Blick auf die Liga-Tabelle, wo wir Erster sind. Vor unseren ärgsten Konkurrenten PSG und Lyon. Coupe National hoffentlich noch dabei, wie immer noch nicht dabei. Coupe de la Ligue wieder rausgeflogen. Gegen Lille zu Hause. Was zur Hölle, wie kann sowas passieren? Und jetzt der Blick auf die Champions League. Konnten wir uns für die nächste Runde qualifizieren? Wir konnten es. Spielen dort gegen die Roma. Wurden auch Erster in unserer Gruppe. Der FC Bayern ist einfach ausgeschieden. Auch in der Januar-Transferphase gibt es einen richtig fetten Wechsel. Christian Ferreira, ZM Argentinia, wechselt zu Lazio Rom und wir brauchen jetzt einen neuen Spieler auf genau der Position. Das ist alles immer gar nicht so einfach. Ihr seht ihn, unseren neuen zentralen Mittelfeldspieler Sandro Tonali. 88er Gesamtstärke, er ist 25 Jahre jung. Ich weiß nicht, warum der so günstig war. Dieses Mal lief es wirklich nicht über eine Freigabesumme. Er hat diese ganzen Konkurrenten ausgestochen, ansonsten wäre es Ceballos geworden. Der hat nämlich eine Freigabesumme. Aber das Alter zählt halt, ne? Sandro Tonali hat noch so viele Jahre mehr vor sich. Wieder eine überragende Transferphase. Das Ganze hat endlich mal Fahrt aufgenommen. Die Mannschaft verbessert sich Stück für Stück. Aber das muss ja auch so sein, denn wir spielen endlich Champions League. Starten noch dazu auswärts gegen die Roma. Die haben eine komplett veränderte Elf. Ich sehe Schürrle, der war ja mal bei uns. Außerdem noch ein gewisser Christensen. Itter als Linksverteidiger. Die haben sich schon richtig, richtig gute Leute besorgt und trotzdem gewinnen wir 1-0. Rein ins Rückspiel ohne Sandro Tonali. Der fehlt uns verletzungsbedingt noch 7 Wochen. Wir gehen in Führung, die Roma gleicht aus. Die brauchen jetzt ein Tor und schon schmeißen sie uns raus. Schürrle erzielt das Ding und damit wären wir aktuell raus aus der Champions League, schon im Achtelfinale. Noch 10 Minuten Zeit für ein Tor von uns, was aber nicht fällt. Und damit ist Schluss im Achtelfinale. Ich schieb's mal auf das Fehlen von Sandro Tonali. Das ist natürlich bitter, da wäre mit Sicherheit einiges mehr möglich gewesen. Man sieht auch, wir waren hier in dem Pokalfinale erstmal, aber möchte ich die Liga sehen. Nur Zweiter. Ich hatte ehrlich gesagt schon auf den ersten Platz jetzt gehofft. Wir sind bereit für die Meisterschaft in Frankreich, so qualifizieren wir uns zumindest in jedem Fall wieder für die Champions League. Coupe National gewinnen wir einfach nicht, das gibt's doch nicht. Verlieren im Elfmeterschießen, also immer noch kein Titel. Coupe de la Ligue holen wir auch nicht. Wo sind wir da rausgeflogen? Gegen Lille, ich glaube, das haben wir vorhin schon gesehen. Und jetzt zur Champions League, sagt bloß, die Roma gewonnen haben sie nicht. Sie sind gegen Real Madrid im Viertelfinale ausgeschieden. Also es ist natürlich schon ein heftiger Gegner. Gegen die hätten wir sonst wahrscheinlich gespielt. UEFA Europa League, wie sieht's da aus? Der Sieger heißt Arsenal.
Unfassbar. Ich konnte selbst gerade gar nicht glauben, das hier ist Saison 9. Mit 70 Millionen dürfen wir einkaufen gehen, das ist doch schon mal was. Jetzt war es erstmal wichtig, sich den Regen von Messi zu schnappen. Der war jetzt schon verdammt teuer. 55 Millionen, aber über die Zeit hinweg wird er halt nur noch teurer. Was halt ärgerlich ist, ist, dass wir im Vorbereitungsturnier jetzt einfach schon in der Gruppenphase rausgeflogen sind. Wir hatten nicht mal eine vollständige Bank die ganze Zeit, die sind alle bei der Nationalmannschaft. Kein Torhüter war zur Stelle, jetzt musste immer irgendein Feldspieler ins Tor. Das ist natürlich ziemlich sinnlos und so kommst du nicht weit. Mustafa Bokum war der letzte Spieler, der noch von Beginn an dabei war. Jetzt ist er auch verkauft über seine Freigabesumme 3,5 Millionen. Er war mittlerweile aber sowieso auf der Transferliste, er ist einfach nicht mehr gut genug gewesen für uns. Außerdem, und jetzt wird's heftig, ich gebe Mason Greenwood ab. Wir haben ja jetzt den Messi-Regen, ein zusätzlicher Stürmer, dadurch haben wir einen weniger gebraucht und es hat jetzt einfach Greenwood getroffen. Ich kaufe Renzo Zaballa. Man fragt sich, wer das ist. Sollte der Regen von entweder Cavani oder Suarez sein? Es gibt ja dann noch diesen anderen Typen, diesen Alfonso Varela, der schon eine 88 hat. Kann es jetzt halt nicht mit Sicherheit sagen. Wir schauen uns gleich seinen Text an. Ist auf alle Fälle ein adäquater Ersatzstürmer. Er ist ein aufregender Mann für die Zukunft. Also vermutlich eher der Regen von Cavani. Ich habe das jetzt bestimmt 20, 30 Mal durchsimuliert. Badiashile wechselt endlich zu Fulham und nicht zum falschen Verein. Ich hatte nämlich aus Versehen auch ein Angebot von Bordeaux angenommen. Das wäre dann irgendwie 20 Millionen weniger gewesen. Kann man sich jetzt hier leider nicht mehr anzeigen lassen, aber es war so. Damit ist schon mal eine Lücke in der Innenverteidigung aufgegangen. Es könnte aber gleich noch eine weitere dazukommen. Die kommt aber scheinbar nicht hinzu. Da steht eindeutig, dass ich das Angebot angenommen habe für Alexander Arnold. 112 Millionen Euro waren es, aber es kommt nicht zum Abschluss. Finde ich ein bisschen schade. Wäre nochmal ordentlich Geld gewesen, aber gut, so haben wir auch einiges. Für dann eben den neuen Innenverteidiger. Und jetzt gibt's ihn doch noch. De Ligt. Hatte ja vorhin schon über den Holländer gesprochen. 27 Jahre alt. Ein bisschen seltsames Gehalt bekommt er jetzt. Aber anders wäre es nicht mehr möglich gewesen. 91 Millionen Euro gekostet. Ich habe wirklich alles ausgegeben. Bis auf 26 Euro. Damit haben wir jetzt auch eine absolute Top-Innenverteidigung. Das Team ist bereit. Auch schon für den Champions League-Titel. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wir belegen schon Platz 1, wenn es um die Ablösesummen geht. Jetzt fehlt nur noch Platz 1 in Europa. Natürlich erstmal in der Champions League Gruppenphase. Die französische Meisterschaft fehlt uns ja auch immer noch. Wir sind aber immerhin mal Erster in der Tabelle. Natürlich noch haufenweise Spiele vor uns. Coupe Nationale wie immer noch nicht vertreten. Coupe de la Ligue ausgeschieden. Bloß gegen wen? Gegen Amiens. Und in der Champions League spielen wir gegen Manchester United, wurden Zweiter in der Gruppe hinter Inter Mailand. Ich habe jetzt Cipriano verkauft, der Regen von Felipe Luis. Ganz einfach, um mir anschließend den Regen von Marcelo zu gönnen. Also ich glaube, dass es so rum ist. Der hier ist ja auch noch 3 Jahre jünger oder so, fast genauso gut von der Gesamtstärke. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir jetzt den besseren Regen verpflichtet haben. Damit findet die Januar-Transferphase ihr Ende mit diesen Wechseln hier. Und wir tauchen ein ins Hinspiel gegen Manchester United. Und wenn wir uns gegen die durchsetzen können, gebt euch deren Mannschaft, dann ist definitiv alles möglich. Sogar der Champions League-Titel. De Ligt sorgt für die Führung. Makondo sogar fürs 2-0. De Jong schießt das wichtige Auswärtstor für Manchester United. Schmeckt uns natürlich nicht so. Nichtsdestotrotz, Hauptsache gewonnen. Campos sogar noch mit dem 3-1. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass wir das nochmal herschenken. Wir müssen halt irgendwie ein Tor schießen. Das ist extrem wichtig für Scheren. 21. Spielminute. Damit überspringe ich 1-1. Wir setzen uns durch gegen Manchester United. Und das ist wahrlich ein Zeichen. Der Gegner im Viertelfinale heißt Atletico Madrid. Auch deren Team natürlich komplett verändert, aber was will man auch anderes erwarten? Hier nach 8 Saisons oder was auch immer das jetzt war. Die haben echt richtig viele gute Talente, also ohne Mist. Wir brauchen halt noch das Auswärtstor. Ein Unentschieden wäre schon ein gutes Ergebnis. So ein 1-1, Matondo, dankeschön. Und jetzt vielleicht noch ein zweites schießen, Jungs. Warum eigentlich nicht? Aber sie schaffen es nicht. Trotzdem 1-1, wie gesagt, voll gut. Da ist alles drin im Rückspiel. Eine Woche später, leider ohne Trent Alexander-Arnold, der fehlt gesperrt. Die rote Karte für Hernandez bringt uns leider nichts, weil in der Simulation bewirkt sowas einfach null. Da können die auch am Ende mit 8 Mann auf dem Feld stehen, das macht keinen Unterschied. Wichtig ist halt zu wissen, 0-0 würde bedeuten, dass wir weiterkommen, weil wir haben das Auswärtstor geschossen. Jetzt trifft noch dazu Tonali und es bleibt auch dabei. Wir ziehen ein ins Halbfinale. Manchester City. Es wird
bestimmt nicht einfacher. Jeder Sohn Klostermann Franco Kunde Saracchi Chuturi. Das ist, glaube ich, der mit diesem Mega-Afro. Foden, Silva, Roberts, Jesus und Leroy Sané. Auch auf der Bank noch ein paar gute Spieler, aber das liest sich jetzt gar nicht so krass. Zumindest die Abwehrreihe. Das sollte es doch wohl möglich sein, ein Tor zu erzielen. Campos, ich überspringe, wir gewinnen 1:0. Zügle dich, Hansus, du redest viel zu schnell. Aber natürlich ist die Freude riesengroß über diesen Sieg im Hinspiel. Denn wir können es jetzt schaffen. Der Einzug ins Champions League Finale ist so dermaßen nahe. Matondo kann auch mit dabei sein, der hat sich ja im Hinspiel verletzt. Die Aufstellung von Manchester City sieht ziemlich ähnlich aus im Vergleich zum Hinspiel. Wieder ist es Campos, der Regent von Cristiano Ronaldo, der bis hierhin das entscheidende Tor für uns besorgt. Chuturi mit dem Ausgleich und wenn City jetzt nochmal trifft, dann schaffen wir es doch nicht. Wir schaffen's. Der Sieg im Auswärtsspiel war so wichtig, das 1:0. Und damit stehen wir tatsächlich im Jahr 2027 endlich im Champions League Finale. Und dort wird es das französische Superduell geben gegen Paris Saint-Germain. Wir blicken auch erst danach auf die Ligatabelle, auf die Pokaltabellen, denn hier steht noch ein Finale aus gegen Saint-Étienne in der Coupe Nationale. Jetzt aber erstmal volle Konzentration auf das Champions League Finale. Paris Saint-Germain gegen AS Béziers. Die zweitgenannte Mannschaft, das sind wir im Wembley Stadium. Es ist schon richtig geil, es mit so einem Team ins Champions League Finale zu schaffen. Aber es war natürlich ein weiter Weg bis hierhin. Nicht nur das, was ihr da gerade seht, sondern auch die ganzen Saisons zuvor. Aber wir haben uns das jetzt wirklich verdient. Die Hymne ertönt. Und schon sehen wir die Aufstellungen. Wir fangen an mit Paris, Kylian Mbappé. Der spielt schon mal, da auch noch die Ersatz. Ersatzbank mit Leon Bailey. Rabiot darf wieder Fußball spielen. Marquinhos, Nuri, Upamecano, Hüsey, Thielemans, Coutrone, McAllister. Also teilweise schon extrem starke Spieler. Die Kombination aus Mbappé, Coutrone und Thielemans ist brutal. Unser Team, das kennt ihr ein bisschen besser, spielen weiterhin im 4-1-3-2 mit Arp und dem Cristiano Ronaldo Regent Campos vorne drinnen. Ich bin gespannt, wie das jetzt ausgeht. Kontersituation. Der Steilpass für Jan Fiete. Das könnte sie geben, die allererste Chance. Nochmal in Rückraum gespielt. Am Ende kein guter Abschluss von Almendra. Noch kaum Chancen bis hierhin in diesem Spiel. Jetzt kommt aber Mbappé, lupft sich den hoch und spielt ihn dann nochmal ins Zentrum. Nachfolgende Eckball getreten von Rabiot. Wir können das klären und wollen jetzt kontern mit dem Cristiano Ronaldo Regent. Man sieht, der ist verdammt schnell und er netzt ein. Was ein absolutes Dreckstor. Aber genau so eins brauchst du zum Start hin im Champions League Finale, der ist so schnell, der Typ. Also ich weiß seine Werte jetzt nicht auswendig, aber man hat es einfach gesehen, der hat den Verteidiger ja 4-5 Meter abgenommen. Thielemans komplett frei, Thielemans. Zum ersten Mal sehen wir Lafont in Aktion. Ehrlich gesagt, Paris dominiert bis hierhin ganz schön und jetzt eine Lücke im Zentrum. 1:1 Ausgleich. Und das ist wieder Juri Thielemans. Zu früh gefreut. Mit dem 1:0 dachte ich mir, hey, das könnte eine lockere Geschichte werden, aber das wird es ganz bestimmt nicht. Dieses französische Finale hat es in sich. Paris hat sich den Ausgleich auf alle Fälle verdient. Ich verliere häufig einfach viel zu früh den Ball, schon im Aufbau, weil Paris da gut presst. Ich versuche jetzt in der zweiten Halbzeit das Spiel mehr in die gegnerische Hälfte zu verlagern. Jetzt geht's vielleicht mal mit Verscheren über die linke Seite, jetzt in den 16er rein das Ding. Zumindest mal eine Ecke. Ich verschenke die ganzen Chancen viel zu leichtfertig. Arp kommt nicht hin. Und anschließend vielleicht die Kontersituation mit Mbappé, aber die spielen das zum Glück nicht so schnell nach vorne wie wir vorhin. Am Ende läuft Kimpembe den Ball von Mbappé ab. PSG schnürt uns wieder hinten ein. Linke Seite. Ich komme nicht an den Ball ran. Der landet irgendwie bei Mbappé. Noch in derselben Szene unser erster Wechsel. Almendra raus ist der zentrale Mittelfeldspieler. Dafür jetzt Messis, Regen, Alvarez in der Partie. Wir müssen einfach offensiv nochmal einen draufsetzen. Es sind nur noch 15 Minuten zu gehen. Komm, jetzt theoretisch mal eine Überzahlsituation. Gibt es endlich mal wieder einen guten Angriff. Messis, Regen auf Ronaldos, Regen! 2:1, kurz vor Ende. 87. Abseits war es auch nicht. Das war richtig knapp, aber Hauptsache irgendwie dieses Tor erzielt. Das war nicht schlecht gespielt, jetzt auch nicht überragend, aber PSG hat einige Lücken offenbart. Die haben wir gesehen und ausgenutzt. Damit liegen wir jetzt wieder vorne. 2:1, das muss reichen. Ich gehe auf Defensiv. Nochmal direkt hinterher, wieder Campos, Campos, nochmal weiter, Medina, der geht rein. Die Nummer 6, der Linksverteidiger, ich glaube Linksverteidiger, sogar noch mit dem 3:1 und das ist in jedem Fall die Entscheidung. Wir wechseln auch nochmal doppelt.
geholt. Ab unter anderem geht raus, dafür kommt ein ZN, damit wir nochmal defensiver sind. Im Sturm jetzt Messis und Ronaldos reachen. Aber höchstwahrscheinlich passiert hier sowieso nichts mehr. Und genauso ist es auch, wir verteidigen das 3:1. Zweimal Campos und einmal Medina sind die Torschützen. Und damit sehen wir hier das Ende einer großen, großen Reise. Es kann gut sein, dass das hier meine bisher längste Sprint to Glory war, also zumindest was die Anzahl der Saisons angeht. Ich glaube, in dem schlechtesten englischen Verein beim letzten Mal hat es nicht so lange gedauert wie dieses Mal. Es hat einfach eine Weile gedauert bis zu den ganz, ganz großen Transfers. Aber irgendwann war es dann einfach soweit und damit ist es jetzt soweit, dass Sandro Tonali, unser Kapitän, den Henkelpott nach oben recken darf. Wir gewinnen endlich die Champions League. Aber halt, da gab es ja noch andere Wettbewerbe, das Pokalfinale unter anderem, was wir erstmal wegsimulieren müssen. Ach komm, das schauen wir uns einfach sogar so an. Gegen Saint-Étienne sollte ein Sieg möglich sein. Wir gewinnen 2:1 und gewinnen damit in jedem Fall schon mal mindestens 2 Pokale. Außerdem gibt es noch den Meistertitel obendrauf. Mit 80 Punkten, 13 Punkte Vorsprung vor Lille wird das unsere Triple-Saison. Einfach nur überragend. Coupe National ist der Wettbewerb, den wir gerade gewonnen haben. Im Coupe de la Ligue sind wir irgendwann rausgeflogen. Das haben wir ja vorhin schon gesehen, genau. Die Champions League gewinnen wir gegen PSG und die Europa League holt dieses Mal der AC Florenz. Und das war's damit wirklich von dieser Sprint to Glory. Ich hoffe, euch da draußen hat's gefallen. Meine Mühen haben sich gelohnt. Dann lasst einen Daumen da auf dem Video. Wäre eine großartige Unterstützung. Checkt gerne die Links in der Videobeschreibung. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Wir sehen uns beim nächsten Video. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr euch wünscht. Bis dahin, euer Pony. Hau mir ab. Was für eine Sprint to Glory war das denn bitte wieder? Eine Saison nach der anderen hat sich angereiht. Ich habe jetzt fast eine Woche lang dran aufgenommen an diesem Video. Also ihr merkt, das dauert immer ein bisschen. Letztes Video da drüben, darunter ein anderes Video. Und du bist kommst du zu meinem Merchandise-Shop. Einfach.